Hey Freunde und herzlich willkommen zurück. Es ist Mittwoch und Mittwoch heißt Bergfest. Noch 2 Tage, dann ist endlich Wochenende. Und Wochenende heißt natürlich Ballern, Ballern, Ballern. Ich habe heute den Wetterbericht gehört und also ich dachte, ich bin im falschen Film. Ihr habt es vielleicht auch gehört. Am Samstag sollen bis zu 20 Grad werden und richtig geil Sonne. Das heißt schön goldener Herbst und ey, da muss man Fahrradfahren gehen. Und viele von euch fragen ja auch immer wieder, Felix, wo gehst du denn biken? Oder wo bist du denn unterwegs? Wo kann man dich mal treffen? Und normalerweise halte ich das geheim, um eine Ruhe zu haben beim Radfahren. Aber heute habe ich richtig gute Laune. Und so viel Radfahren geht mit Sicherheit dieses Jahr auch nicht mehr, weil die Saison geht so langsam zu Ende. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich verrate es halt einfach mal. Und wer Bock hat, kann ja vorbeikommen. Und am Samstag, für alle, die es genau wissen wollen, das ist der 14. Oktober, da bin ich in der Bike-Welt Schöneck. Ja, ich fahre wieder nach Schöneck ins Vogtland, weil der Bikepark einfach nur geil ist. Besonders die Jumpline. Ey, die ist sowas von Hammer. Und ja, ich habe einfach nur mega Bock auf die Jumpline. Und allein schon deswegen fahre ich nach Schöneck. Und wenn du Bock hast, vorbeizukommen, dann komm einfach vorbei. Und da haben wir einen ganz geilen, gemütlichen Tag zusammen. Und wer keinen Bock hat, für den es zu weit ist oder wer den Bikepark scheiße findet, dann ist das ja auch überhaupt nicht schlimm. Dann geht irgendwo anders hin. Hauptsache, ihr geht am Samstag oder allgemein am Wochenende aufs Fahrrad und fahrt irgendwo hin und habt einen richtig geilen Tag. Denn das Wetter wird nicht mehr so lang bleiben und dann wird es wieder kalt, stürmisch und bah, halt richtig schönes scheiß Winterwetter. Und da ist Radfahren natürlich nicht mehr ganz so geil. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ihr habt es ja schon am Titel vom Video gelesen. Es geht um ein Gewinnspiel, um eine Auflösung von diesen Gutscheinen. Einige von euch haben es ja mit Sicherheit mitbekommen, ich habe auf Instagram ein Bild hochgeladen und da habe ich drum gebeten, wer Bock hat, kann einen Kommentar hinterlassen und dann wird per Zufallsgenerator ein Kommentar ausgewählt und derjenige, der dann gewonnen hat, der bekommt ein Jersey von 37 zugeschickt. Freiwahl, also man kann komplett aus dem ganzen Sortiment sich irgendein Jersey aussuchen, was man cool findet und dann bekommt man das kostenlos zugeschickt. Das Ganze hat der Patrick eingerührt von 37, vielen Dank auf jeden Fall an dich. Finde ich eine richtig coole Aktion, dass du für meine Community sowas machst, finde ich wirklich cool. Und ja, der Patrick weiß auch schon Bescheid, wer gewonnen hat, denn ich habe gerade dem Patrick eine Nachricht geschrieben per WhatsApp und er weiß schon Bescheid, ihr wisst noch nicht Bescheid. Aber ihr wisst gleich Bescheid, denn ich werde jetzt den Kommentar vorlesen, der gewonnen hat. Und der Gewinner ist Erics_Live1. Ich möchte das Jersey, weil, Doppelpunkt. Erstens, es sieht hammergeil aus. Ja, hast du recht. Also die Jerseys sind geil und du kannst dir das Geilste raussuchen, was dir am besten gefällt. Zweitens, weil ich mich mittlerweile schäme, mit dem Grenzgänger MX Jersey da zu fahren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich würde mich da auch schämen, bin ich ehrlich. Weil so ein Grenzgänger MX Jersey zieht man nicht zum Downhill-Fahren an und ich würde es nicht mal zum MX-Fahren anziehen. Ist meine Meinung. Und ja, was schreibst du noch? Und natürlich, weil von dir ist, haha. Ich finde die Atmosphäre, Stimmung in deinen Videos echt klasse. Egal, wie schlecht man drauf ist, du munterst einen auf. Danke. Ja, das Danke geht auf jeden Fall zurück. Finde ich echt cool, dass ich dich aufmunter. Finde ich echt eine coole Sache und da habe ich natürlich auch mein Ziel erreicht. Ich möchte natürlich euch da draußen ein bisschen aufmuntern, ein bisschen mitnehmen, ein bisschen gut unterhalten und wenn natürlich euch das gefällt, dann bin ich natürlich auch mega glücklich. Aber auf jeden Fall, Erik, herzlichen Glückwunsch, du hast diesen Gutschein gewonnen. Also der ist jetzt, den Gutschein behalte ich natürlich. Dann Patrick wird dich in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen anschreiben über Instagram direkt Message und da kannst du dir dann ein Jersey deiner Wahl aussuchen. Und dann kannst du auf jeden Fall dann dein Grenzgänger-Jersey wegschmeißen. Nee, noch besser, das wäre eine richtig geile Aktion. Was haltet ihr davon, wenn der Erik sein Grenzgänger-Jersey verbrennt und davon ein Video macht und das auf Instagram hochlädt? Und dann musst du bloß Hashtag Felix Welt dahinter schreiben, damit wir es alle finden. Und also ich finde das eine coole Sache. Also wenn ihr es cool findet, dann zeigt es mit dem Daumen nach oben. Ihr könnt auch mal eine Abstimmung machen, oben rechts. Ihr kennt euch ja aus. Und ja, wenn du das machst, dann bist du auf jeden Fall ein richtig cooler und hast noch was gut bei mir. Aber ja, das ist natürlich dir überlassen, ob du das machst. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Erik. Du hast gewonnen. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es ja in der nächsten Zeit wieder mal ein Gewinnspiel. Aber das werdet ihr natürlich dann auf YouTube bei mir auf dem Kanal oder auf Instagram dann mitbekommen und da wünsche ich euch natürlich richtig viel Glück, dass dann vielleicht beim nächsten Mal wieder einer gewinnt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen,
weil wir kommen schon zum Ende des Videos. Wenn du das Video cool findest oder die Idee, dann zeigst du mit dem Daumen nach oben. Was ich natürlich empfehlen kann, ist meinen Kanal zu abonnieren. Da bleibst du immer auf dem Laufenden. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass YouTube irgendwie einen neuen Algorithmus drin hat. Und wenn du Benachrichtigungen bekommen willst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, musst du einfach auf die Glocke drücken. Da bekommst du immer automatisch dann ein Ping. Achtung, Felix Welt hat ein neues Video hochgeladen. Aber ist natürlich alles dir frei überlassen, ob du meine Videos sehen möchtest oder nicht. Wenn es dir gefallen hat, zeig es mit dem Daumen nach oben. Und Erik, viel Spaß mit deinem neuen Jersey. Vielen Dank, Patrick, für den Gutschein für meine Community. Und wer Bock hat, am Samstag mit nach Schöneck zu kommen, dann schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Und wenn nicht, sieht man sich vielleicht dann am Samstag in Schöneck bei besten Wetter, goldener Herbst, ey, das wird einfach nur mega. Ich hoffe nur, der Wetterbericht hat wirklich recht, denn das ändert sich ja eigentlich jede Stunde. Aber ich drücke die Daumen, das muss richtig gut werden, denn ich habe einfach nur mega, mega Bock auf die Bikewelt Schöneck. Die Jumpline, Jungs. Die Jumpline, ich sag's euch. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, kommt vorbei. Mega geil. Aber das war's vom heutigen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.